Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Anna von Stimmsinn und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mein Video anschaust. Ich habe dir heute meine allerliebste Lieblingsübung mitgebracht, nämlich den Taucheranzug. Wer mich kennt, kennt den Taucheranzug. Und als kleine Idee, wie man mit dem Taucheranzug weiterüben kann, weil da sind die Möglichkeiten wirklich unendlich, habe ich eine Idee aufgegriffen, die aus den Reihen meiner Online-Kursteilnehmer kam und die hat mit Farben zu tun. Aber zuerst mal steigen wir ein in den ganz klassischen Taucheranzug. Das heißt, wir stellen uns vor, wir sind in einer elastischen Hülle, beziehungsweise es gibt diese elastische Hülle, denn wir haben eine Faszienschicht, die uns komplett vom Schädel bis zur Fußsohle umschließt. Die ist wie so eine Tüte um uns drumherum. Und in der können wir uns recken und räkeln. Ja. Wie in so einem elastischen Taucheranzug. Alles hängt mit allem zusammen. Die Knie mit der Nasenspitze, das rechte Schulterblatt mit der linken Hüfte. Und so können wir uns in dieser elastischen Hülle dehnen, recken, strecken, knautschen. Und wir können natürlich die Stimme dazu nehmen. Wir fangen erstmal an mit ein bisschen Summen. Und wenn du magst, kannst du dir vorstellen, dass die Vibrationen sich auf der Oberfläche deines Taucheranzugs ausbreiten. Immer weiter bis runter in die Füße. Wenn du das nicht spüren kannst, macht das gar nichts. Ja. Stell es dir einfach vor. Dann können wir ein bisschen zu irgendwelchen Vokalen oder offeneren Klängen übergehen. Du kannst auch mal recken und strecken und dehnen in diesem Taucheranzug. Können wir schon mal eine erste kleine Pause machen zum Nachspüren. Und vielleicht spürst du schon so ein sanftes Kribbeln unter der Haut, diese Faszienschicht, die ist, erst kommt die Haut, dann kommt Fettgewebe und dann kommt dieser Taucheranzug. Und das kann man richtig spüren, wie der aktiviert wird, wie die Faszien Lust haben, in Bewegung zu kommen, Informationen weiterzugeben, zum Klingen zu kommen. Und jetzt zu der Idee mit den Farben. Du kannst dir vorstellen, der Taucheranzug hätte verschiedene Farben. Wir recken und strecken uns. Und ich stelle mir zum Beispiel vor, mein Taucheranzug ist türkis. Ja, so schön türkis wie mein Hemd. Ich kann mir auch vorstellen, dass mit dem Summen die türkisene Farbe überall hinfließt. Ich kann zu welchen Vokalen gehen, was auch immer mir einfällt. Und dann stelle ich mir vor, mein Taucheranzug wäre rot. Oh. Probier es aus, es fühlt sich total anders an als türkis. Oh. Vielleicht passieren andere Bewegungen, vielleicht ist der Kontakt mit der Stimme ein anderer. Oh. Oder ich stelle mir vor, ich habe zwei verschiedene Farben in mir. Ich nehme mal Gelb und Orange. Und die können sich wie bei so einer Lavalampe, ja, ich hoffe, du kennst noch Lavalampen, als ich Kind war, gab es Lavalampen. Die können sich so im Körper verteilen mit den Taucheranzugsbewegungen.
Und das geht zum Beispiel auch, indem ich die Farbwörter benutze. Gelb, orange, gelb, orange. Pause. Spür hin, wie sich so in deiner Hülle anfühlt. Und ich hoffe, du hast Lust, diese ganzen Farben auszuprobieren. Ja, mit deiner eigenen Stimme, mit deinem eigenen Tauchanzug. Und ich möchte dir noch eine Übeidee zu den Farben des Tauchanzugs mitgeben. Und zwar hat das damit zu tun, oder ich denke dabei immer, an mein allerliebstes Zirkuskunststück. Also nicht, was ich kann, sondern was ich am allerliebsten sehe. Und das kennt ihr bestimmt alle. Das ist ein Mann und eine Frau in einem wunderschönen Kleid. Und er hat irgendwas in der Hand und macht zack, zack, zack. Und dann hat sie ein anderes Kleid an. Ja. Er wirft Konfetti, zack. Und plötzlich ist sie nicht mehr lila und lang, sondern kurz mit Federn und pink. Ja. Das ist was mich wirklich begeistert, was mir total Spaß macht. Ich bin so im Zirkus manchmal auch nicht so leicht zu begeistern, aber das finde ich einfach obercool. Und das kann man auch mit dem Tauchanzug machen. Ja. Und das kann man zum Beispiel mit einem kleinen Lied verbinden. Zum Beispiel, was singe ich heute? Auf einem Baum ein Kuckuck, simsalabim bam basaladu saladim. Auf einem Baum ein Kuckuck saß. Zack, zack, zack. Grün mit Federn. Auf einem Baum ein Kuckuck, simsalabim bam basaladu saladim. Auf einem Baum ein Kuckuck saß. Zack, zack, lang lila. Auf einem Baum ein Kuckuck, simsalabim bam basaladu saladim. Auf einem Baum ein Kuckuck saß. Zack, zack. Rosa, zart. Auf einem Baum ein Kuckuck, simsalabim bam basaladu saladim. Auf einem Baum ein Kuckuck saß. Ja, ich glaube, du kriegst eine Idee davon, wie das mit einem Tauchanzug gehen könnte. Und ich bin total gespannt, was du erlebst und wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude mit diesem Video. Mach's gut, ciao.